muss ich eigentlich, welchen Durchgang die machen? Ja, ich muss gucken, was Cletus nicht macht, ne? Wähle die Reliquie. Ich hab keinen Plan. Die Reliquie. Die Frage ist nur, was Laden? Wähle die Reliquie. Wähle die Reliquie. Soll ich denn gemeinsam mit ihm da rauskommen? Jetzt mal ernsthaft, wie soll das funktionieren? Wähle die Reliquie. Weil der macht doch die gleichen Spielgänge wie ich. Wähle die Reliquie. Wähle die Reliquie. Die Reliquie. Ach komm. Ach,
kann sich nur um Stunden handeln. Wenn ich von denen wenigstens die Symbole sehen könnte. Wähle die Reliquie. Wähle die Reliquie. Das nehmen wir mal an. Ich habe keinen Plan. Ich hätte Rufus nehmen sollen, oder? Scheiße. Wähle die Reliquie. Wähle die Reliquie. Wähle die Reliquie. Ich glaube, jetzt ist es wichtig, was ich will. Nehme ich das Handtuch zuerst? Wähle die Reliquie. Wähle die Reliquie. War stark. Ich war das anstrengend. Ist es vorbei? Die Waschung ist vollbracht. Wir haben es irgendwie geschafft. Ja, mein Sohn.
Gott sei Dank. Es folgt die rituelle Zahnoperation. Nein. Was? Nein! Uff, ich fühle mich so beschmutzt. Was soll's? Wenigstens habe ich Kletis-Klamotten ergattert. Jetzt gehen wir mal zum Oppenbot. Der müsste ja in der Rezeption sein. Was glotzen Sie denn so, Oppenbot? Mit Verlaub, Sie sehen verändert aus, Herr Inspektor. Das nennt man Zellregeneration. Ein Konzept, das euch Robotern natürlich unbekannt ist. Was auch der Grund sein dürfte, warum sie so unglaublich verbraucht aussehen. Was glotzen Sie denn? Das nennt man Beikonzept. Was auch der... Für eine Maschine wirkt er ziemlich überfordert. Dabei habe ich noch nicht mal richtig losgelegt. Ja, ich weiß ja, was ich jetzt machen muss. Ins Docks-Zimmer gehen. Hallo? Ihr braucht euch nicht zu verstecken. Ich bin's doch, euer Rufilein. Ach, ihr könnt mich mal. Es hat sich jetzt ausgemutterwitzelt. So leid es mir tut. Aber vorher gibt's dazu noch einen Witz. Was bekommt auch die heftigsten Problemflecken aus meinen Klamotten? Ei, Blut, Kakao. Deine Mutter. Dann schrauben wir mal an der Mutter. Besteht darin, dem Gast das Gefühl zu geben, er sei König. Immer nett, immer freundlich. Später kann man dann immer noch auf die Handtücher spucken. Oder ins Essen natürlich. Sehr aufschlussreich. Apropos, ich hatte doch eine Bestellung. Oha, da brat mir doch einer ein Lurch. Es ist ja schon längst Mittag. Herr Kletis, Ihr Essen ist fertig. Sie können es jetzt in der Kantine zu sich nehmen. Welches Essen? Na, das Sie bestellt haben, Sie Spaßvogel. Rattenfleisch? Nicht doch. Glauben Sie mir, es wird Ihnen wunderbar munden. Natürlich, lassen Sie sich ruhig Zeit. Sehen Sie, so macht man das. Immer freundlich, gewählte Ausdrucksweise und im Zweifelsfall lügen. Rache ist ein Gericht, das man am besten mit Fischabfällen serviert. So. Ei, der Dotter! Sind Sie etwa schon fertig mit dem Essen? Ich hatte großen Hunger. Ja, dagegen hilft unser Essen tatsächlich schnell. Ich wette, Sie können es kaum erwarten, auf Ihr Zimmer zurückzukommen. Hier haben Sie Ihren Schlüssel zurück. Papiertüten finden Sie unter dem Bett.
Das ist das Falsche. Was zum... Der Fuzzi an der Rezeption hat mir den falschen Schlüssel gegeben. Verstellt, ne? Hierfür brauche ich Geduld. Und schon wieder der Inspektor. Welche Überraschung. Ist alles zu Ihrer Zufriedenheit? Nichts ist zu meiner Zufriedenheit. Sie Blindfisch haben mir den falschen Schlüssel gegeben. Sabberlippchen, Sie haben ja recht. Ein Moment, das haben wir gleich. Ich glaube, ich brauche eine Geschmacksnerventransplantation. Haben Sie was gesagt? Ja. Wie wär's mit einer knackigen Konversation? Bevor Sie mir den Schlüssel geben, würde ich zu gern Ihre Meinung zu den großen Problemen unserer Gesellschaft hören. Und zwar gleich, nachdem ich von meiner Südseereise zurückgekehrt bin. Nanu, wie in aller Welt? Habe ich Ihren Mittagstisch runterwürgen können? Das würde ich auch gerne wissen. Na los, geben Sie mir meinen Zimmerschlüssel. Ich muss mir schleunigst den Mund ausspülen und eine Dreiviertelstunde weinen. Ich war ja schon dabei, aber zunächst möchte ich Ihnen wie versprochen ein paar meiner Theorien darlegen. Was? Jetzt aber schnell. Ich muss verhindern, dass Cletus den richtigen Schlüssel bekommt. Wussten Sie, dass Brokkoli ursprünglich ein fehlgeschlagenes Militärexperiment war? Poltergeister, Erdbeben und kosmische Strahlung ebenfalls. Und damit habe ich noch nicht einmal angefangen, Ihre Frage zu beantworten. Wie lautet es noch gleich? Ob ich endlich den Schlüssel zu meinem Zimmer haben kann? Ach ja, natürlich. Ich bin heute wohl nicht ganz bei mir. Sie Glückspilz. Nanu, da sind Sie ja schon wieder. Gibt es etwa noch weitere Probleme? Und ob es die gibt. Sie haben mir schon wieder den falschen Schlüssel ausgehändigt. Da brach mir doch einer ein Strolch. Das muss an meiner Medizin liegen. Ich wusste doch, dass es ein Fehler war, den Händler zu wechseln. Und? Bekomme ich jetzt meinen Schlüssel? Einen Augenblick noch. Sobald die Wirkung nachlässt, sollten die Zahlen wieder an der alten Stelle sein. Ich will diesmal keinen Fehler machen. Sollten wir nicht vielleicht doch in Erwägung ziehen, das Hotel zu wechseln, Herr Inspektor? Irgendetwas Seltsames geht hier vor. Beruhigen Sie sich, Oppenbott. Das einzig Seltsame, was hier vorgeht, ist nach wie vor Ihr Hut. Und jetzt nochmal das Ganze. Ah ja, jetzt stimmt's wieder. Plus Zeitverschiebung, minus Schaltjahr, 12 oben, 6 unten. Perfekt, die Uhr geht wieder richtig. Und hier ist auch schon Ihr Schlüssel. Bitte überzeugen Sie sich selbst. Ja, so sieht er aus. Und wenn ich jemals etwas anderes behaupten sollte, dürfen Sie mich verprügeln. Wirklich? Oppenbott ist mein Zeuge. Nicht wahr, Oppenbott? Tja, warum nicht? Ich war heute schon Zeuge so vieler merkwürdiger Dinge da. Nanu? Wo ist er denn hin? Ist alles in Ordnung, Herr Inspektor? Davon kann keine Rede sein. Sie haben mir schon wieder den falschen Schlüssel ausgehändigt. Echt jetzt? So lustig dieses Verwirrspiel auch ist. Ich sollte mich lieber beeilen, Cletus Zimmer zu durchsuchen. Wer weiß, wie lange er noch abgelenkt sein wird. Ja. Ab
abgeschlossen. Paranoid. König der Einbrecher. König der Zweibrecher. König der, Dreibrecher. Der ganzen anderen Brecher. Rufus. Die Tasche. Endlich. Jetzt schnell, bevor Cletus zurückkommt.